Pac-Mans Haus. An seinem Geburtstag. Alles schön und friedlich, bis man sich mal da oben die Geister anschaut. Wir sollen Pac-Man fangen, aber er ist ganz schön zäh. Hey, sieh dir das mal an! Da ist er! Das ist Pac-Man! Hey, da ist er ja auch! Und da drüben! Ich dachte, es gibt nur einen Pac-Man! Schnappen wir ihn uns und verschwinden hier! Verstanden! Ein ganz alter Trick. Aber der Hund fällt drauf ein. Bumm. Das war wohl zu viel für ihn. Da hat einer angebissen! Oder er wird angebissen. Ein ganz normaler Morgen für Pac-Man, dachte er sich an seinem Geburtstag. Doch alle waren weg. Und alles sieht komplett zerstört aus. Was ist nur passiert? Dachte sich Pac-Man, bis er sich diesen Team Rocket Heißluftballon anschaute. Party on Ghost Island. Meet Pac-Man. Auf der Geisterinsel findet eine Party statt. Du kannst den echten Pac-Man treffen. Aber da ist noch was faul. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Könnt ihr einfach eine Party machen, mit meinem Namen, ohne dass ich das lizenziert habe. Und damit, Leute, willkommen zu Pac-Man World Repack. Einem Remake von Pac-Man World, was 1999 damals auf der PlayStation erschienen ist und auf Game Boy Advance. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Und ja, wir versuchen 100% Let's Play zu machen, ich kann aber nichts versprechen. Und ich habe das Original tatsächlich nie gespielt. Ich habe aber tatsächlich Pac-Man World 2 auf dem GameCube gespielt. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe es auch mal angespielt und ich fand das ganz cool. Und ich glaube, das wird so ähnlich. Das ist so ein 3D-Plattformer, ein bisschen Collector-Fun. Ich glaube, aber Pac-Man World 2 ist mehr Collector-Fun. Dieses Spiel hier, Repack vom allerersten Teil, ne, ist, glaube ich, ein bisschen weniger Collector-Fun, ein bisschen mehr Plattformerhaftig. Aber weil ich selber nie gespielt habe und das Einzige, was ich weiß, ist halt das, was man den Trailer gesehen hat, glaube ich nicht so viel. Und wir schauen uns einfach an, was das Spiel denn wirklich ist. Okay, ja, wir wollen auf Deutsch natürlich spielen. Mit Deutsch starten! Okay, ja. Ich krieg so ein bisschen Banjo-Kazooie-Vibes mit der Musik. Böses Schloss. Und da war die Party! Nein, 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 die Idioten! Ich sagte goldene Schleifen und rote Ballons! Der DJ und die Deko sind schrecklich und ich will Erdbeeren auf der Torte! Willst du meine Party ruinieren? Mr. Talkman! Schlechte Nachrichten! Was ist denn? Pac-Man ist hier auf der Geisterinsel! Siehst du, genau hier! Das ist der echte Pac-Man! Naja, du meinst natürlich den Falschen. Hoffnungsloser Narr. Du hast Pac-Man also nicht geschnappt? Oh ja, du hast recht. raus damit. Nun, es gab da einen kleinen Unfall. Das wird nie wieder geschehen. Schwachkopf, du wagst es, meinen Plan zu ruinieren. Ich lasse nicht zu, dass mir das die Party vermies. Such ihn, schalt ihn aus. Da haben wir unseren Antagonisten gesehen. Diesen Talkman, der ist ziemlich toxisch. Und hier sind wir. Boah, ich muss schon sagen, das Spiel sieht echt cool aus.
von der Grafik her. Und ja, es gibt auf jeden Fall viele Sachen, mit denen ich euch bereden muss. Willkommen bei Pac-Man World. Dort drüben ist das Geistergebiet. Pass auf die Geister auf und schlucke alle Pac-Pillen. Die großen Pillen sind Power-Pillen. Schlucke sie, um Pac-Man zu stärken. Schnapp dir die Geister. Nicht unvorsichtig werden, der Effekt von Power-Pillen lässt nach einer Weile nach. Genau. Wir fangen an mit einem klassischen Gameplay. Pac-Man-Gameplay. Oh, und jetzt sind wir Riesen-Pac-Man. Können alles kaputt machen. Alles mitnehmen. Glaube ich mal. Woo! Und noch ein bisschen was. Boah. Drücke A, um zu springen. Drücke A, während du springst, um einen Po-Sprung auszuführen. Po-Sprünge sind nicht nur für Gegner gedacht. Mit ihnen kannst du auch höhere gelegene Stellen erreichen. Okay. Ich habe ein bisschen Musik leiser gestellt. So. Boing. Okay, wir können wirklich so einen Po-Sprung machen. So heißt es offiziell. Das ist eine Slot-Medaille. Pass gut darauf auf. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Okay. Boing. Ja. Ich spiele dieses Spiel übrigens auf Steam. Hat aber auch ein paar Gründe. Sei vorsichtig, Pac-Man. Auf dich warten eine Menge Gegner. Schalte sie mit einem Po-Sprung aus. Wenn du Pac-Pillen hast, drücke B, um einen Pac-Pillen-Angriff auszuführen. Wenn du viele Pillen hast, halte B gedrückt, um einen Pompenangriff auszuführen. Okay, wir können einmal... Aua! Wir können einmal den hier machen. Bam! Oder... einfach unsere Pillen schmeißen. Und hier können wir uns wieder heilen. Ja, der Grund, warum ich die Steam-Version, also die PC-Version spiele, liegt einfach daran, dass ich eigentlich auf der Switch spielen wollte. Ne? Ich spiele normalerweise solche Plattformen auf der Switch. Versuche im Wasser zu schwimmen, drücke A, um an die Oberfläche zu gelangen. Okay. Aber das Problem ist, die Switch läuft nicht unbedingt so gut, wie man es erwarten würde. Also auf jeder Plattform läuft es eigentlich immer 4K, 60 FPS. Nur das kennt man ja. Aber die Switch braucht natürlich wieder seine eigenen Zahlen. Die Switch läuft nämlich auf zwei verschiedenen Modis. Auf der Geistinsel gibt es eine Menge seltsamer Schalter. Betätige sie mit einem Po-Sprung. Der grüne Schalter funktioniert nur einmal. Haja! Ah ja, genau, die Switch hat entweder den 1080p 30 FPS Modus oder den... okay, Zelda Soundeffekt. Oder den 720p 60 FPS Modus. Also je nachdem, was ihr da haben wollt. Aber hier auf Steam ist es einfach 1080p 60 FPS, so wie es gewohnt ist. Boing. Der Effekt des orangen Schalters lässt nach einer Weile nach. Pass auf, wann der Effekt des Schalters nachlässt. Okay, wenn wir jetzt hier stehen bleiben. Whee. Dann rollen wir ein bisschen runter. Naja. Schau dir mal den Hintergrund an, das ist ja schön. Diese Gestalt am Hintergrund, finde ich cool. Das ist ein Trampolin. Zähne mit einem Po-Sprung auf die Mitte und hüpfe in die Luft. Aber nicht nur die Qualität ist nämlich anders auf der Switch, sondern der Preis. Natürlich, das Spiel kostet 30 Euro auf der PC-Version. Aber die Switch hat nochmal den Zehner reingehauen und es kostet auf der Switch 40 Euro. Also ist ein offensichtlicher Gewinner hier. Führe weiter Po-Sprünge auf dem Trampolin aus, um höher und höher zu gelangen. Boing. Okay, wir haben die coole Plattforming-Ideen. Mag ich. Springe an der Oberfläche des Wassers, um einen Delfinsprung auszuführen. So gelangst du an Gegenstände über dem Wasser. Führe Po-Sprünge und Schatztruhen im Wasser aus. Was? Führe Po-Sprünge auf? Achso, auf Schatztruhen. Ah, dazu benötigst du allerdings etwas. Okay, und was ist dieses Etwas, das ich brauche? Kann ich das aufmachen? Bam! Ja! Und hey! Jetzt haben wir einen Mario Power! Wir sind jetzt Metal Pac-Man! Ja, jetzt müsste doch die Star-Music kommen. Und nach einer Zeit. Oh, wir können einfach unter Wasser bleiben, wenn wir wollen. Okay, das finde ich ziemlich cool. Also, das Power weiß ich nicht. Ist einfach Metal Mario, aber Metal Pac-Man stattdessen. Ist okay. Aber ja, bisher finde ich sehr interessant hier. Das hat man wahrscheinlich auch, ja. In dieser Schatztruhe findest du eine Metallpille. Metallpillen lassen sich unter Wasser laufen. In metallischer Form bist du unverwundbar. Ah, okay, das hört sich ja ganz gut an. Bam. Okay, schade. Das geht nicht. Okay, hier sind die Checkpoints.
Gute Arbeit, Pac-Man. Du hast einen Rücksetzpunkt erreicht. Solltest du einen Fehler machen, kannst du von deinem zuletzt besuchten Rücksetzpunkt erneut beginnen. Hast du schon einmal eine Temporolle mit X versucht? Halte X gedrückt und lass wieder los, um mit der Temporolle nach vorne zu stürmen. Du kannst mit einer Temporolle sogar steile Hügel erklimmen. Also hier können wir normalerweise nicht hoch. Ah, geht nicht. Aber wenn wir X gedrückt halten, machen wir den Sonic Speed. Woo! Aua, das hat ein bisschen weh. Wucka, wucka, wucka. Und wucka, wucka, wucka. Ich weiß noch die originale Geschichte, wie dieses Spiel eigentlich zustande kam. Also das Original auf 1999 PlayStation, ihr wisst schon. War ein bisschen interessant. Das ist eine Heli-Plattform. Springe auf die drauf und drücke X, um das Tor zu öffnen. Okay. Also hier rennen wir einfach. Ja genau, wir rennen ja einfach. Und zwar damals war das so, fürs Anniversary von Pac-Man wollten sie was Neues machen. Und da zu der Zeit 3D-Plattformer richtig beliebt waren, dachten sie sich, machen wir unseren eigenen 3D-Plattformer mit Pac-Man. Und so entstand dann dieses Spiel. Finde ich interessant persönlich. Wow, gut, dass Pac-Man an den Ecken da immer dran heftet, weil sonst wäre ich da runtergefallen. Aufgepasst! Du kannst hier abstürzen. Halt Y, während du springst, um in der Luft zu hängen. Versuche es, wenn du abstürzen drohst. Was? So ein Yoshi-Sprung. So ein Flatter-Jump, wie Yoshi es hat. LOL. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil noch nie gespielt, deshalb... Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Für die Leute, die den ersten Teil gespielt haben, ihr könnt mir ja gerne Parallelen erzählen, was so alles... ihr wiedererkennt und was alles neu ist, weil ich meine, es soll ein bisschen noch was neu sein, außer die Grafik, ne? Was macht denn die 2 da? Muss ich erstmal die 1 aktivieren und dann kann ich die 2 aktivieren, oder wie ist das? Ich mag den Hintergrund, ist echt schön designt alles. Das ist wirklich alles schön designt. Muss man zugeben. Blaue Schalter sind wirklich seltsam. Wenn du Schalter 1 drückst, kannst du Schalter 2 drücken. Wenn du diesen Schalter drückst, bewegt sich die Heli-Plattform in die entgegengesetzte Richtung. Geh jetzt zurück zum blauen Schalter unten und sieh nach, was geschieht. Okay, machen wir erstmal einen Checkpoint. Zack, okay, let's go. Und da wollen wir uns jetzt erstmal die Chest holen. Nein! Da ist Pac-Man gestorben. Aber wir respawnen ja hier an unserem Checkpoint. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Man muss genau hier draufstehen. Ich bin nämlich schon gerannt. Davor, das hat aber nicht mehr gezählt. Bam! Und da kriegen wir ein One-Up. Also, so gesehen gar nichts. Was ist das denn hier? Oh! Ah ja, damit kommt Pac-Man automatisch den Punkten hinterher. Das ist ja cool. Ja, ich finde das Spiel bisher echt schön. Wow! Wow! Und ich finde auch sehr gut, dass sie dieses Design von Pac-Man behalten haben und nicht das Design von Pac-Man's Back genommen haben. Das mochte ich persönlich nicht. Und ja, das ist ein Früchtetor. Dahinter findest du Schalter, Bonusbuchstaben und andere Dinge. Manchmal findest du dahinter sogar Schlüssel, mit denen du deine Freunde befreien kannst. Öffne alle Früchtetore, um deine Freunde zu befreien. Ach, ist ja schon jemand von meinen Freunden? Bam! Komme ich denn da durch? Okay. Manchmal findest du dahinter Schalter. Okay, wie öffne ich denn das? Hinter dem Früchtetor wartet ein gelber Schalter. Wenn du den gelben Schalter betätigst, erscheinen Pillen oder Powerpillen. Okay. Ah, man muss immer die richtige Frucht irgendwo im Level sammeln. Und dann kann man hier durch. Yep. Boing. Und jetzt machen wir wieder Waka Waka Action. Und hier sind Geister. Die müssen gefressen werden. Der Geisterboss, die Talkman-Statue, wartet auf dich. Zerschmettern ist angesagt. Okay. Kommen wir nicht hoch? Jetzt. Abgeschlossen. Das war das erste Level. Das war ziemlich cool. War ein gutes Tutorial-Level. Wo sind wir denn jetzt? Oh nein. Slot-Bonus. Bin ich hier bei Mario Bus 2 oder was? Okay, wir schmeißen jetzt unsere Slots rein. Jetzt können wir drehen. Boing. Ich bin nicht gut in den Dingern, ne? In dem armigen Banditen, wie das heißt. Okay, nach der Kirsche. Nein! Okay, 2 Kirschen, immerhin. Anfängerglück. Cool. Boing. Aber wir können nochmal, stimmt. Okay, machen wir nochmal Kirschen. Auf der Erdbeer. Nein! Rigged! Rigged! Naja,
Das ist genauso wie im Real Life. Das ist genauso wie im Real Life. Einfach Rick. Was machen wir denn jetzt? Wir schmeißen da nochmal rein. Oh nein! Overflow! Okay. Wir haben nicht alle Pillen? Oder was soll das heißen? Wir haben alles an Obst. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das 100% wichtig ist, alles zu sammeln. Ich werde es versuchen, aber ich werde nichts versprechen. Und wir kriegen ein One-Up. Dankeschön. Alright. Ich fände es sogar besser, wenn man das nicht sammeln muss. Geisterinsel. Weil das wäre ein bisschen anstrengend. Episode Räuberbucht freigeschaltet. Gebiet Piratenschiff. Okay, und das ist die Overworld. Soweit ich weiß, kann man einfach jedes Level machen, was man will. Aber wir wollen natürlich alles der Reihe nach machen. Oh, was? Geschichte, Filmsequenzen und Credits ansehen. Okay, seht mal, wie viele Cutscenes es gibt. Es gab den Öffnungs-Cutscene, den Prolog. Und es gibt noch viel weitere. Also ein paar Filmchen haben wir noch. Was auch immer das hier ist, keine Ahnung. Können wir nicht interagieren mit. Genau, hier ist die erste Welt. Piratenschiff. Werden wir auch eins sehen? Ich weiß es nicht. Wäre schon ganz cool. Das ist ganz cool hier. Ein Modus, in dem du geöffnete Irrgarten-Stages spielen kannst. Achso, Irrgarten sind die Classic-Stages. Ihr seht das schon so wie damals Pac-Man auf Arcade und sowas. Die machen wir dann am Ende. Würde ich sagen. Immer nach einer Welt oder so. Mal schauen, wie ich das gestalte. Ach, schau mal. Okay, hier gab es gar keine 100%. Aber es gibt schon 100% anscheinend. Weil hier kann man einen Schlüssel, diesen Vogel und den Pac-Man-Buchstaben sammeln anscheinend. Na gut. Versuchen wir es. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das jetzt wieder gestalte. Zum Beispiel die Länge der Folgen. Deshalb, es kann sein, dass nächste paar Folgen die Länge ein bisschen anders sein werden, weil ich mich mittendrin umentscheide. Das kann mal vorkommen. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall die Metallpille, sonst können wir da an diese Kisten nicht dran. Das heißt, es muss irgendwo eine Metallpille sein. Und falls ich manchmal langsam spiele, liegt das... Oh mein Gott, ein Creeper. Eine Bombe. Bam. Falls ich manchmal langsam spiele, liegt das einfach nur daran, dass ich mit Bluetooth angeschlossen bin und dadurch der Controller manchmal nicht interagiert. Manchmal keinen Bock hat, meine Input zu lesen. Das ist leider so auf Steam manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, das Problem. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich spiele nicht schlecht. Versprochen. Ich bin nicht schlecht. Na komm. So, es ist weg. Gut. Checkpoint. Da oben ist was. Hast du gesehen? Da oben ist eine Kiste. Und diesen Piraten. Ja. Oh Gott, ich kann ihn nicht besiegen. Will ich ins Haus? Ja, ich schätze schon. Komm mal rein. Und dann kommen wir wieder raus. Boing! Oh mein Gott! Aua! Es ist Squawks! Böser Squawks. Okay, wie kommen wir denn hier rein? Achso, die Küche haben wir schon. Okay. Ich dachte, die hätten wir noch nicht. Okay, Waka Waka. Waka Waka Nom Nom. Ich möchte auch so coole Piratenhüte haben, wie die das haben. Glaubt ihr, es gibt Cosmetics? Also so Hüte, die man freischalten kann. Das wäre cool. Ich finde das richtig cool, wenn es das gäbe. Okay, hier ist eine Kiste. Merken. Aua. Okay, man hat aber... Au. Genug Leben. Dass man nicht sofort down geht. Das ist zumindest etwas. Hier, Checkpoint. Den brauche ich dringend. Oh Gott. Ist hier oben eine Metallpille? Oder muss ich die von da hinten mitnehmen? Nee. Okay. Ich habe ein bisschen zu überkompliziert gedacht. Die ist hier. So, damit bin ich auch unverwundbar, sagte der. Tatsache, ich kann auch Gegner unter Wasser damit besiegen. Sehr gut. Und ich bin allgemein schwieriger und stärker. Also, was heißt schwieriger? Schwerer. Das meinte ich. Boing, boing. Alright. Ich glaube, dann haben wir bisher alles. Können wir weiterziehen. Hilfe! Ich will nicht sterben! War da oben noch was? Da war noch ein Fass. Boing. Hä, da oben ist... Okay, das ist eine Plattform, die irgendwo hinführt. Da müssen wir gleich mal lang. Wir haben ein P. Schön, das haben wir davon gefunden. Ja. Ach, vielleicht zeigen ja die Pac-Man-Buchstaben, wie lang das Level noch ist. Das könnte sein. Bin ich mal gespannt. Wo führt denn das hin? Ist das nur eine Abkürzung oder gibt es ja... ist ja was Neues. Hä? Oder auch nicht. Das kennen wir doch schon.
Aber hier haben wir das A. Und noch ein Checkpoint. Wow, was ist denn hier? Okay, hier übt jemand Schießen. Der soll nur mich nicht abschießen, dann ist alles okay. Oh, Leben. Ich brauche ganze Leben. Sieht aus wie so ein Pizzastück, oder? Oder bin das nur ich? Keine Ahnung, vielleicht soll es auch Pizza sein. Who knows? Ich weiß es nicht. Checkpoint. Okay, es gibt aber sehr faire und ofte Checkpoint, muss man zugeben. Okay. Muss dann wie hochkommen. Und nicht abgestochen werden, bitte. Das gefällt mir nicht. Ah, hier haben wir die Frucht, die wir brauchen, um zum Tor zu gelangen. Und das macht wahrscheinlich die Plattform. Genau. Kann man da jetzt. Nee. Komm ich da hoch? Ah, oder? Moment. Okay, das ist Hintergrund. Boing. Boing. Ah! Okay, hier werden wir abgeschossen. Hier müssen wir aufpassen. Da sieht man nicht, wann man abgeschossen wird. Wow. Wow. Boing. Und zack. Ja, also ich finde die Attacken und das Moveset allgemein von Pac-Man gut gelungen. Definitiv. Macht doch Sinn für seinen Charakter, dass er sowas kann. Also da alles prima. Okay. Ich meine aber, dass dieser Riesen-Pac-Man hier neu ist, dass es den damals nicht gab. Ich meine da irgendwas gelesen zu haben, dass sie den extra hierfür für das Spiel gemacht haben. Ah, da oben habe ich was entdeckt. Soll ich da reingehen? Force pufft. Weiß nicht, ob es verpuffen kann. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall. Alles geklappt. Pack. Achtung, die Gegner sind aus Metall. Normale Angriffe reichen nicht. Schnapp dir eine Metallpille. Dann bist du genauso krass. Okay. Dann machen wir das doch. Wenn das so gesagt wird. Und sammeln uns noch hier ein paar Glücksspielslots ein. Ich muss hier hochkommen. Hallo. Danke. Boing, boing. Rein da. Okay, hier sind ganz viele von euch Squawks. Boah! Nein! Boah! Ich glaube, ich hätte keine zweite Chance bekommen, da hinzukommen, oder? Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich was verpasst habe. Weil da hinten. Ja, ich habe das M verpasst. Wo war denn das? Yay! Oh, was? Was passiert jetzt? Oh, Minispiel! Klassisches Pac-Man, aber unter Wasser. Wow. Okay, ich habe lieber die Ansicht tatsächlich. Weil hier sehe ich dann alles. Also normalerweise wird aber Pac-Man nicht so riesig mit so einer Pille, oder? Normalerweise wird da einfach nur. Werden einfach nur die Geister blau und mehr nicht. Aber ich meine, da sieht er mächtiger und krasser aus, von daher. Ah! Habe ich da nichts gegen? Aber die Musik passt so überhaupt nicht irgendwie. So friedlich. Dabei sind wir in so einem gruseligen Labyrinth. Ja, keine Ahnung. Besser als gar keine Musik zu haben, wahrscheinlich. Weil früher hatte man ja auch hier gar keine Musik. Das ist dann. Das wäre dann schon ein bisschen langweilig gewesen, glaube ich. So, waka, waka, waka. Und das war's. Abgeschlossen! Yeah, Pac-Man macht einen Tanz, um zu zeigen, wie cool er ist. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, können wir noch zurück? Also hierhin zurück auf jeden Fall. Schau mal, schau dir das mal an. Ja, hier ist etwas, was wir verpasst haben. Ja, und hier ist dann... Ah, so soll man eigentlich hochkommen. Oh, okay. Ja, aber jetzt fehlt mir aber immer noch ein Buchstabe. Moment. Warte, ist hier oben was? Ich möchte halt gerne sofort alles einsammeln, als es später nachzugucken, wo es alles ist. Und ja, gut, dass ich das gemacht habe, denn hier war das vergessene M. Dum, 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 dum. Na gut, dann hoch da. Da war dann so eine Pille, genau. So eine automatisch bewegende Pille und dann komme ich hoch. Okay. Ist doch nicht One Time Only Chance. Aua.
Das hat weh. Aber ich werde sofort geheilt und wieder getroffen. Ich bin zu schnell, glaube ich. Okay, Walljumps können wir nicht machen. Irgendwas fehlt uns da, glaube ich. Und hier ist das Ende. Pac-Man! Genau. So sieht das aus. Yeah, perfekt. Eine, was war das? Glocke oder so? Okay. Weiß nicht, ob man die essen sollte, aber na gut. Wow, aufpassen. Den noch, schnell, schnell. Nein! Moment. Krieg ich noch irgendwo eine Pille oder kann ich die von vorhin nehmen? Aua, das wollte ich nicht. Ja, ich kann die von vorhin nehmen. Okay. Ich bin das bei Videospielen gewohnt, dass man nur eine einzige Chance hat, etwas zu bekommen. Ja, es gibt da ein paar schwierige Videospiele, wo das halt so ist. Deshalb bin ich das gewohnt. Sollte aber natürlich kein Standard sein. Und das finde ich gut bei so einem Spiel hier, dass das kein Standard ist. Denn das ist nur, ja, nervig, auch ein bisschen stressig. Und ja, das macht es auf jeden Fall spaßiger. Dass man es einfach nach seiner Geschwindigkeit alles sammeln kann. Aua, ich habe nichts gesehen. Sorry. Sorry, not sorry. Nam. Nom und nom. Fliegen die ganzen Augen rum. Das finde ich super. Ja, wir haben noch die Birne. Banane meine ich. Ja, jetzt hat es erst gezählt. Okay, und dann noch die zwei. Und dann schießen wir die Statue kaputt. Pow! Müssen wir wahrscheinlich so einen Sprung machen, oder? Oder einen normalen Sprung. Da kann ich nicht auch so da hoch? Tatsache, wir können einen sehr hohen Sprung machen, wenn wir rauskommen aus dem Wasser. Ach, ganz knapp. Okay. Boah, guckt ihn euch an. Bam. Du kannst nichts ausrichten. Und das war Bonus Stage Pac-Man. Anscheinend. Warte, kommt das in Bonus Stage? Tatsache, eine Bonus Stage. Okay, was erwartet mich denn hier? Wow. Das war's? Warte, vielleicht kann ich noch mehr bekommen. Hehe, ich krieg noch mehr. Au. Vielleicht habe ich ein Time Limit. Ich weiß es nicht. Aber ich kann hier einiges sammeln. Oh, das kriege ich aber nicht mehr. Oder ist oben noch eine Pille? Ah. Sammeln wir erstmal den Rest ein, den wir verpasst haben. Ich weiß, da hinten war noch was, aber ich hole mir jetzt erstmal wieder die Pille. Huh? Oder war die da hinten? Oh Gott, ich habe keine Zeit mehr. Ah! Das schauen wir nicht mehr, oder? Oh, aber wir sinken sehr schnell. Dann können wir es vielleicht noch schaffen. Und yeah, wir haben es noch geschafft. Da oben war noch ein bisschen was, aber ich glaube, die Kiste war interessanter. Okay, cool. Dann gibt's wieder Glücksspiel. Juhu! Start Bonus! Start! Dann packen wir erstmal all unser Stuff rein und fangen an mit der Kirsche mal wieder. Ach Mist. Okay. Ich möchte nicht die Kirsche machen. Ich möchte was anderes machen. Den Apfel. Ja, der Apfel ist okay. Okay. Ich bin nicht gut darin, okay? Ich versuche es, aber ich krieg's einfach nicht hin. Hä, da sind noch zwei nebeneinander! Also nicht ganz nebeneinander. Safe wohl nicht, wenn es nicht ganz nebeneinander ist. Na gut. Fast geschafft. Okay. Nein! Aber alles drei ist rot. Und das gibt auch nochmal einen Bonus. Immerhin. Immerhin. Und wir haben alles gesammelt, glaube ich, oder? Fehlt uns irgendwas? Ein Schlüssel? Haben wir den eingesammelt, den Schlüssel? Ich weiß es gerade nicht. Bin mir nicht sicher. Episode Kanonen, Katastrophe freigeschaltet. Ja gut, das brauche ich nicht vorlesen, das sehen wir dann, wie das Level heißt. Uns fehlt ein Schlüssel. Werde ich den noch nachholen oder ist der erst für später gedacht? Das sehen wir dann in der nächsten Folge von Pac-Man World Repack. Wir sehen uns dann, wir wackern uns dann das nächste Mal wieder in dieser wundersamen Welt.